132. Wir schauen uns mal, dass, wie gesagt, der Laden jetzt erstmal läuft, dass die Sachen wegkommen. Zumindest, dass erstmal alles gekauft wird, was gekauft wird. Und ich würde gerne echt ohne Scheiß in diese eine App investieren. Was war denn das nochmal gewesen? Shop Upgrades? Nee, Shop Upgrades nicht. Wo waren das jetzt? App Store. Auto Opening? Aber das ist ja nur Missing, ne? 25, kaufen wir mal. Ach, da brauchen wir eine Kreditkarte für. Oh, was kostet eine Kredit... Okay, wir fahren mal zur Bank. Wie? Okay, 18 Uhr, der Laden hat ja noch offen, ein bisschen. Obwohl, die Bank hat eh 24/7 offen, da warten wir nochmal eben. Weil... Okay, die Bank ist eh um die Ecke. Die Bank ist gegenüber. Da ist die Bank. Ich laufe da mal eben hin. Dann brauchen wir keinen Sprit verbrauchen. Ich gehe mir mal eben eine Kreditkarte kaufen. Wo geht's hier eigentlich hin? Hinter unserem Laden? Wo geht's denn da hin? Okay. So, die Bank direkt am Strommast. Wie heißt die denn? Central Bank of West York. Alter, wie viele Bankautomaten. Schönen guten Tag. Hallo, Sir. Ich bin Thirstic. So, und ich würde gerne... Oh, Chips. Oh, Potato Chips. Super Chips gibt's hier. Dann gibt's... Sind das Eier? Ich weiß es nicht. Kekse? Aber dafür bin ich ja nicht hier. Ich möchte ein Konto eröffnen. Don't let your dreams fly away. Oh ja. So, egal wo wir hingehen. Nö, ich gehe zu dem. Schalter 2. Können wir aber allen? Aber allen geht das. Das ist ja cool. Ne, bei ihm nicht. Doch. Schönen guten Tag, Sir. Ja. Request Bankcard. $25. Fee. Okay, Money Transfer. Take Loan. Take Loan? So, wir hätten gerne eine Karte. Haben wir jetzt eine Bankkarte? Woran sehe ich das? Shop Upgrade? Kann ich das jetzt nochmal kaufen? Warte mal, wie viel Geld haben wir überhaupt? 125. Würde jetzt genau passen, wenn wir jetzt die Bankkarte kaufen, wenn wir jetzt die App kaufen, aber ich würde jetzt nochmal warten, ob wir was einnehmen. Es kommen nochmal ein paar Customer bei uns rein. Ich meine, $100 hätten wir ja für den Mitarbeiter, ne? Dann würden wir gleich null sein. Aber die App würde ich mir einmal angucken wollen, ob das vielleicht lohnenswert ist. Tschüss! Blup. Er hat nichts gekauft, glaube ich. So. The dum dum dum. Toll. Hau ab, Mann! Erwin! Mann, wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Es ist 19 Uhr. Okay, ein paar kommen noch. Ich hoffe, es wird noch was eingenommen. Haben wir denn unseren Rating hier? Unser Rating ist wieder bei 0, ne? Ja, klar. Wir waren bei 3%. Okay, Cola wurde ein bisschen gekauft. Das läuft nicht so gut heute. Mac and Cheese läuft gar nicht. Eier läuft auch nicht. 134, ganz ehrlich. Ich kaufe die App. App Store. 25. Was? You don't have money at... What? Ach so. Oh, lol. Okay, Bankautomat. Wir müssen da Geld einzahlen. Oh, wie umständlich. Okay. Bin gleich wieder da. Da fahre ich jetzt hin, ganz ehrlich. So, aussteigen. Ja, so parkt man. So, direkt erstmal Geld einzahlen. Geld auf Bank, Geld auf Karte. Geht Geld auf Karte nicht? Also erstmal auf Bank. Money Transfer, 25. So, und jetzt Bank auf Karte. So. Okay, das war's. Alter, jetzt haben wir... Ja, jetzt haben wir $25 auf Karte. Okay. Und wir haben noch 120 auf Tash, 132 auf Tash. Sehr geil. Heißt also, wir können uns dann selbst Lohn auszahlen? Habe ich das richtig verstanden?
Okay. Wir brauchen ja auch wahrscheinlich... wir müssen ja hier hin. Wir brauchen auf jeden Fall ja auch für unser Auto, Denise, ne? Weil wenn wir das reparieren müssen alles, so wie das aussieht. Da kommt schon der Nächste. 143, tschüss, beehren Sie uns bald wieder. Eigentlich läuft's ja, ne? So. Dann lass mal gucken. Ich würde einmal die App kaufen. So, gleich 0. Wo haben wir die denn jetzt? Notes. Ach, das müssen wir selber eingeben. Ach so. Ich dachte, oh Gott, okay. Ich dachte, man sieht... Okay, was wurde richtig viel gekauft? Ich guck mal eben, was gekauft worden ist, ja? Also Mayonnaise, okay, Toothpaste. Was ist denn mit den Canon Fruits? Wurde gekauft? 1, 2, 12. 2, 3, 4. Ja, 4 mal. Was haben wir denn sonst noch hier? Mayonnaise, 1, 2. Drei da oben. Guck jetzt oben an der Kante. Das war's ja schon wieder. Was ist denn mit Cola zum Beispiel? Bottle S haben wir hier 1. Zwei. Lief nicht so gut. Was ist mit der L-Version? War doch, glaube ich, L, ne? Bottle L ist einmal gekauft worden. Zweimal. Dreimal. Dreimal. Kann man irgendwie gar nicht von... Also es ist völlig unterschiedlich, was alles gekauft wird. Ich kann gar nicht von... Hier, Toothpaste, Zahnpasta ist einmal gekauft worden. Zweimal... Also ich kann gar nicht beurteilen, ob irgendwas mehr gekauft worden ist oder etwas weniger. Ist völlig unterschiedlich. Also ich kann überhaupt nicht sagen, was gut läuft, was nicht gut läuft. Das ist so unterschiedlich. So 20 Uhr eine Stunde, glaube ich, noch circa. Ich weiß überhaupt nicht, was wir kaufen sollen. Ich würde tatsächlich vielleicht die Bottle L nochmal nachkaufen. Wir haben ja 143, da können wir ja, glaube ich, noch ein bisschen was einkaufen. Wie gesagt, wir müssen ja den Mitarbeiter bezahlen. Klopapier läuft gar nicht. Ich könnte mal eben, was die haben wollen. Bleach, Bleiche ist jetzt noch mal gekommen, ne, oder? Oder war das hier, ne, oben ist erste, glaube ich, ne, was kam. Ich glaube, das geht von oben nach unten, ne, kann das sein? Ich glaube, ja, oh, Chicken Legs. Also Bleiche, Cream Cheese, Bananaceralien, Body Oil, Peach... Wir müssen das mal im Auge behalten, ob das zweimal hintereinander vielleicht ein paar dieselben kommen oder so. Ich würde mir davon mal ein bisschen was aufschreiben. Also Bleach zum Beispiel würde ich mal aufschreiben. Warte. Bleach, so. Dann. Was haben wir denn noch hier? Tropical Melon, Peach, Air Freshener. Strawberry Jelly. Strawberry Jelly. Strawberry. Wird das mit Y geschrieben? Weiß ich gar nicht. Oder war das Jelly? War das so? Strawberry Jelly. War das richtig? Strawberry Jelly? Ja, ich glaube schon. Ja. Okay. Tut mir leid, wenn ich das nicht so richtig schreibe. Peach. Weil das habe ich jetzt, glaube ich, schon mal häufiger gelesen, Strawberry Jelly. Aber hatten wir das nicht gekauft? Hat man nicht Strawberry Jelly gekauft? Nee, kann ja nicht, wenn sie nachfragen. Body Oil, Air Freshener, Peach Paper Cuts, Spicy Fries, Brezel, Salatdressing, Sponge ist das erste Mal drin, glaube ich, Flavor, Cauliflower, Cheese Milt.
Cerealien. Cerealien? Cereal? 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 Ist, glaube ich, das, was wir schon mal hatten, ganz am Anfang. Kann das sein? Kennet Corn? Banana Smoothie, Meat Steak, Shampoo, Tee, Energy Drink. Ich weiß nicht, ob Energy Drink schon mal. Ah, Baguette, jetzt kommen auch die Brote dazu. Juhu! Was hat er gekauft? Kann ich das eigentlich. Das wäre noch schön, wenn man noch sehen könnte, was gekauft worden ist. Ach ja, doch, das kann man ja sehen. Ich bin so doof. Onion Chips. Die Onion Chips gingen gar nicht. Also generell Chips gingen gar nicht, ne? Wenn ich mal gucke. Einmal unten. Da nochmal Onion Chips. Zweimal. Dreimal. Ah, wohl geht, ne? Geht tatsächlich. Die Paprika-Chips sind fast gar nicht gegangen. So, der Bauarbeiter kommt. Ich will trotzdem ein bisschen was einkaufen gleich, weil wir ja 151 auf Tash haben. Vielleicht lasse ich das Regal doch, weil es geht ja doch einigermaßen. Wir sind ja doch eigentlich im Plus. Okay, es ist Nacht, 21 Uhr. Die Notes habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, um zu gucken, ob die nochmal kommen, ob die jetzt nochmal nachfragen. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ja, ja, ja. Diese Liste würde ich mir einfach komplett abkopieren. Das wäre mal interessant. Das wäre richtig geil. Das wäre, glaube ich, Airfreshener. Ich würde den Airfreshener zum Beispiel auch mal reinnehmen. Airfreshener. Ne, warte mal. Freshener. Wird das so geschrieben? Mit A, glaube ich, wird der geschrieben, ne? Airfreshener. Ne, ist richtig. F-R-E-S. F-R-E-S-H-E-N-E-R. Ja, doch, ist richtig. Airfreshener. Wenn wir noch irgendwas reinnehmen. Salatdressing. Salad Dressing. Salatdressing. Würde ich auch mal mit reinnehmen. Einfach weil ich einfach mal gucken will, was sie alles haben möchten. Sponge Schwamm, der ist das erste Mal drin. Trotzdem mal gucken. Vielleicht. SpongeBob. So, dann gucken wir mal. Erwin muss hier ein bisschen schauen, was hier Phase ist. Shampoo können wir vielleicht auch mal reingeben. Tee. Ja, Tee ist ja auch Dings. Trockenware. Trockenfood. Also Non-Food. Tee. Shampoo. Ja, gut. Sugar. Zucker. Ja. Sugar. Nehmen wir auch mal rein. Um einfach mal zu gucken. So, Dogfood, Hundefutter. Auch mal gucken. Würden wir, wie gesagt, ein paar Sachen reinnehmen. Ob wir da vielleicht was wiedersehen von, was die haben wollen morgen. So, der Dings ist weg. Aber ich weiß nicht, ob jetzt trotzdem noch einer gezählt wird. War letztes Mal auch. Dann stelle ich mich an eine Kasse. Moment. Guten Tag. Der Chef muss hier selber noch. Hallo, was hätten Sie denn gerne? Haben wir. Moment. Nehmen Sie sich einfach weg. Danke, beehren Sie uns bald wieder. So, was steht hier eigentlich dran? Enter Passwort. Hä, wie geil das noch wäre, wenn man hier so draufdrücken müsste. So, bip, 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 bip. So ein bisschen wie bei, oh, ich habe Gas Station Simulator tatsächlich privat gespielt, ne? Holy shit, ist das ein gutes Spiel. Aber das ist auch mega stressig. Also es ist nicht so ruhig wie hier. Ich würde mir doch wünschen, wenn bei der Dings hier... Okay, ich glaube, jetzt kommt keiner mehr. Ich glaube, das war der Letzte. Ja, um 21 Uhr dann nachher kommt der Letzte. Okay, ich würde mir noch wünschen, wenn die noch zu den Regalen gehen würden. So wie bei Gas Station Simulator. Das wäre richtig cool, weil da nehmen die sich das wirklich aus dem Regal raus und so. Macht die Immersion noch ein bisschen besser. So, heißt für uns also, ich würde noch mal ein bisschen was einkaufen gehen. Wo war denn jetzt der Java Shop? Der war hier, ne? So. Dann fahren wir mal.
Vielleicht mache ich den Gas Station Simulator irgendwann mal nochmal als Let's Play oder so. Ich habe den zwar, wie gesagt, privat mal gespielt. Wenn ihr da Bock drauf habt oder so. Der ist auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ist der Gas Station Simulator? Ich glaube ja. Hat man so eine amerikanische Tankstelle, muss sie so ausbauen, muss sich so um die Consumer kümmern, also um die Customer kümmern, die Leute, die zu Besuch kommen, die wollen was einkaufen. Man kann dann, muss sich um den Müll kümmern, um die Mitarbeiter, man hat später Mitarbeiter und so ein Kram alles. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Und auch sehr geil ist tatsächlich, dass man immer so einen Partybus bekommt, wo die Leute. Was ist das denn? Was ist das denn? Guten Tag! Sami! Hallo Sami! Where are you, Sami? How are you, Sami? Hä? What's going on, Sami? Hallo du! Du bist also der neue Supermarktmitarbeiter auf der Hauptstraße, ja? Ich habe für dich einen kleinen Favorit. Also ich habe eine gute Info für dich. Wenn du mir $50 gibst, ich kann neue Wände für dich bauen. Vorne, vor deinem Shop. Und es sieht dann viel, viel besser aus. Okay, Enter. Hey, aber was heißt denn jetzt Wände vor mein Haus und sind das dann Upgrades? Ich weiß, ich traue dem noch nicht so ganz, weil erstens und außerdem haben wir 164 nur. Ich weiß nicht, ob er steht, ich glaube, er bleibt stehen. Und was sollen uns das bringen, die Wände, ne? So, pass auf. Ah ja, hier sind Brezel. Ach, guck mal, das ist hier. Kaufe ich mal ein, zwei Stück. Einfach mal, um zu testen, ob die wirklich die Brezel kaufen. So, wie platzieren wir das denn, um mehr drauf geht? Vielleicht geht so mehr drauf. Warte mal. Oh, warte. Ich glaube, so kriegen wir sogar mehr drauf, ne? So. Dann würde ich auf jeden Fall die nochmal zweimal kaufen. Oh nein, wir haben 92 nur noch. Oh nein, ich bin so doof. Kann ich das wieder zurück? Hallo, ich will es wieder verkaufen. Nein, ich habe nicht aufs Geld geachtet. Egal. Wir kriegen das wieder rein. Verdammt. Kann ich das wieder verkaufen eigentlich? Ist jetzt so meine Frage. Geht das? Nee. Schade. Okay, tschüss. Wir sehen Sie bald wieder. Ich hoffe, der ist morgen wieder. Ich weiß nicht, was es bringt. Vielleicht bringt uns das ja was. So geil. Mit seinen Wänden. Ich weiß nicht, was er damit meint. Was meint er denn damit? Mit Wände? Da stand doch Walls, oder? Und vor allem vor meinem Geschäft. Was soll das bringen? Oder meint er damit Schilder? Dass dann mehr Konsumer vielleicht kommen. Oh, das wäre geil. Würde ich vielleicht morgen gegebenenfalls, wir haben ja noch ein paar Sachen im Laden, die werden ja wahrscheinlich weggehen, also hoffe ich mal. Würde ich mal ausprobieren wollen dann, wenn wir das Geld haben. So, ich parke einfach mal hier. Ist, glaube ich, ganz gut. So. Und die 4 haben wir, sehr schön. Habe ich jetzt alles? Ja. Guten Tag. Ich komme hinten rein, da brauche ich vorne die Tür nicht aufmachen. So, dann haben wir Cola-Bottle hier. Brezel kommen da hin. Und nochmal Cola-Bottle kommt auch hier hin. Muss ja auspacken. Und Brezel kommt da hin. Ich finde das voll geil, das System. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. So, Cola. Wir füllen die Cola mal auf. Die natürlich hier hinkommt. Einmal drehen. Damit der Kunde das auch sieht, was für eine Cola das ist. Ne? So, stellen wir mal wieder daneben. Warte. So. Stellen wir da hin. Nicht mehr so voll, ne? Brauchen da, glaube ich, zwei Reihen Platz für die große.
weil wir ein paar mehr gekauft haben. Deswegen würde ich die kleinen vielleicht dann jetzt hier so hinpacken. So. ja. Mit F nehmen wir raus. So, das Schild muss nach vorne zeigen. So. Fuzzy. Zulu Fuzzy. Hallo, es ging doch gerade da. So, Regal einräumen. So. Ist sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr gut. So, dann haben wir wenigstens die Cola wieder voll. Die geht ja eigentlich ganz gut weg, ne? Die, vor allem verdienen wir da auch relativ viel, wenn sie weggeht. Ich bin gespannt morgen. Ich bin sehr gespannt. Jetzt haben wir ein paar mehr davon auf jeden Fall schon mal. Es sieht gar nicht aus wie Cola, oder? Ach doch, wenn man näher rangeht, ist es dunkel. Es sieht so ein bisschen komisch aus, weil es hell ist. Das ist dunkel. Hätte man vielleicht auch dunkel machen sollen, die Flaschen. Egal. So, dann haben wir noch die Brezel. Die habe ich jetzt testweise mal gekauft, weil sie ja gestern haben wollten. Oder beziehungsweise heute haben wollten. Bin gespannt, wie es dann morgen ist. Ob sie wirklich kaufen. Also die Mac and Cheese sind gar nicht weggegangen. Obwohl sie am Vortag die haben wollten. Also kann man sich da gar nicht drauf verlassen. Was da wirklich Phase ist. Also muss man, glaube ich, ungefähr abwiegen. Ich bin gespannt, wenn das jetzt am zweiten Tag ist. Weil die Mac and Cheese haben wir ja jetzt seit zwei Tagen dann hier. Weil gestern wollten sie ja haben, heute nicht. Weil wenn das wirklich so ist, wie ich mir das denke, dann wollen sie erst am zweiten Tag haben. Dann müsste man sich die Sachen aufschreiben, die sie am zweiten Tag haben möchten. So, da stehen die Brezel. Oh, wir haben sogar noch einen. Okay. Gib mir das mal her. Ah ja, wir müssen ja noch essen, ne? Fällt mir gerade auf, dann kann ich das mal essen. So, zweimal Brezel und wir müssen was trinken. Wasser. So, dann dürfen wir eigentlich... Ja, Food and Water geht. Okay, wir müssen natürlich uns waschen. Und, Heelf? Wieso haben wir nur so wenig Heelf? Food and Water below 25%, your Heelf standing go down. Achso, unter 25%, okay. Ja, wir können nochmal was trinken. Und mal was essen. Komm, ich trinke nochmal hier Wasser. Und ich esse nochmal hier so ein Sandcake. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt nach Hause. Schlafen. Wir gehen zwar ins Minus, nicht viel. Um genau zu sein, 8 Dollaris. Hallo? Und dann ruhen wir uns aus. Wir schlafen. Erstmal schön aufs Klöchen gehen. So. So, wollen wir mal. Ab nach Hause. Der nächste Tag bricht an. Wir gucken mal, ob das klappt mit der Idee, die ich habe. Ob die wirklich am nächsten Tag die Sachen kaufen. So, ich parke einfach hier. Und dann ist gut. Direkt vor der Haustür. So. Guten Tag. Ah, erstmal schön. Ah. So, fertig. Abschlafen. Der nächste Tag bricht an.